Hallo, guten Tag, mein Name ist Uwe Wöllner. Herzlich willkommen bei Chatroulette aus Berlin. Jetzt chatte ich mal mit... Der sieht scheiße aus. So, was macht der Typ jetzt da? Oh je. Wenn man jetzt so Pianomusik einspielen würde, dann wäre das wie so ein Charlie Chaplin. So stumpf. So, war so ein Stummfilm, ne? Siehst du? Er ist ein Stummfilm-Typ. Und dann immer so, ich suche mein Kabel, weißt du, wird so eingeblendet, ne? Ich habe mein Kabel gefunden. Der ist voll cool. So, hören Sie mich, junger Mann? Boah. Wundervoll. Jetzt höre ich mich. Du hast ja gar keinen Kopfhörer an, das ist ja nämlich das Problem. Deswegen höre ich mich selber. So eine Scheiße. Wieso kann man nicht mit einem ganz normalen mal reden? Ich will mal einen ganz normalen haben. Hallo! Hallo! Wir sind voll normal! Das gibt's. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich freue mich, dich zu sehen! Hi! Das meinte ich! Bei dem anderen! Kann ich das Bild von dem einen nehmen und ihn dabei hören? Mach nochmal die Stummfilmmusik. Ja, warte. Und jetzt gucken wir auf den kleinen Monitor den Typen da an. Cool, das war cool. Ey, pass auf. Du wirst es mir nicht glauben. Ich hab die Gummipuppe. Ich hör dich. Du musst nicht so schreien. Ich hör dich gut. Entschuldigung. Also, ich habe die Gummipuppe jetzt extra aufgeblasen und ohne Scheiß, ich war wahrscheinlich zu enthusiastisch und sie ist geplatzt. Bist du auch aus dem Horst? Zeig mal das Loch, also sagen das heute, meine, zeig mal, wo sie geplatzt ist. Ja, wahrscheinlich... wahrscheinlich hier drin. Zeig mal. Da, die kann auch zaubern. Sag mal eine Karte. Vagina? Ist das die künstliche Vagina? Ja, die hat drei Luftlöcher. Wieso drei? Ach ja, klar. Hier? Ja. Da sieht und scheiße und aus, finde ich. Sieht ein bisschen dümmlich aus, finde ich, vom Gesichtsausdruck, die Frau. Das ist die sitzende Claudia. Aber dumm fick gut, ne? Sag mal eine Karte. Denk mal an irgendeine Karte. Hä? Denk mal an eine Karte. Die kann zaubern, die Puppe. Okay. Hab eine. Darf ich sie sagen, die Karte? Ja, sollst du sagen. Karo Ass. Karo Ass, warte. Ja, das kann ich auch. Jetzt suchst du die vorgezinkte Karo Ass-Karte. Ah, scheiße. Warte. Der ist cool, ne? Hier! Ah, nicht schlecht! Das hätte ich jetzt selbst gar nicht erwartet. Das kann ich auch. Warte mal. Denk mal an einen Bleistift oder an einen Notizblock oder an so ein kleines Männchen. An eins von den dreien. Denk mal. Ah, jetzt hat er zu krass gedacht, ne? Warte mal. Bad Connection in einer Sekunde. Sag mal, an was denkst du von den drei Sachen? Was waren die denn nochmal? Ein Bleistift, Notizblock und ein kleines Männchen. Ja, okay, ja. Hab ich an einen gedacht. An was denn? Den Bleistift. Was für ein Zufall! So ähnlich geht dein Trick auch, ne? Du hast ein kleines Männchen auf dem Schreibtisch. Ja. Cool. Na, ah, geht. Ist das Jean-Claude Van Damme? Man soll nie über seine eigenen Witze lachen, hat meine Mutter immer gesagt. Nein, ne? Das war nicht mein eigener Witz, das war ja der vorher. Ja, aber du hast aus dem vorher einen Witz gemacht, ne? Ist das auch Alkohol, was du da trinkst? Ja, klar. Wodka? Ja, weißt du, nach diesem ganzen sexistischen Gelabere da mit dieser Flitzpiepe-Gummipuppe und so. Ja. Den kann man ja nicht immer geil und Maß sagen, sondern muss man sich auch mal besaufen. Und warum hast du keine echte Freundin? Du, ich weiß es nicht. Müssen wir eine suchen? Ich hätte zwei für dich. Mhm. Gummipuppe loswerden? Was? Gummipuppe loswerden? Die belohnt? Ja. Komm, können mal die Zwillinge kommen? Hier sind zwei Zwillinge. Also ein Zwillingspärchen. Die habe ich vorher kennengelernt, hier in Mitte, und habe gefragt, ob sie mal zu mir reinkommen wollen. Kommt mal nach vorn, Zwillinge! Ein Eich oder zwei Eich? Ja, sie haben behauptet, eine Eich, aber das kann nicht sein, ne? Weil die sehen total anders aus.
Könnt ihr euch mal hinknien? Hallo. Tag, Uwe. Hallo, diese Uwe. Macht. Wie findest Hallo. Du die? Hi. Hi. Welche findest du geiler, die linke oder die rechte? Mit wem würdest du jetzt eher reden wollen? Also wenn ich jetzt eine auswähle und das Zwillinge sind, ja? Dann würden die beide ja nicht mehr mit mir reden wollen. Ja, jetzt, oh ja, nicht so kompliziert. Von wen würdest du jetzt nehmen? Nur rein von der Optik. Und den Charakter kennst du ja noch welche nicht. Welche ist denn stärker? Nee, nur von Aussehen. Nicht immer diesen Schutzball aus Gegenfragen und Witzen. Zeig uns mal deine Seele. Zeig uns mal dein wahres Ich. Welche findest du geiler? Die rechte. Ihn? Sie? Die rechte. Ist doch rechts, ne? Du bist rechts, ne? Also sie, ja? Steh doch dazu! Also sie? Ist rechts, ne? Ja. Okay, danke, dann kannst du dich wieder setzen. Nee, danke. Vielen Dank. Du musst bleiben bei ihm noch, ne? Halt dich auserkoren mal, ne? Also, das ist, wie heißt du noch? Ich jetzt? Ja. Manuel. Das ist Manuel. Er heißt Manuel, ne? Wie heißt du? Jasmin! Das ist witzig. Ich war mal mit einer Jasmin zusammen. Oh, er macht immer. Das ist halt das Problem bei ihm. Er macht immer Gags. Weil er, ich war mal mit einer Jasmin zusammen. Kann ich doch nichts dafür, dass die Wahrheit. Ja, ich muss jetzt auch nach Hause langsam. Wir machen es aber immer so, dass das Publikum zuerst geht und ich bleib hier sitzen, ne? So, also wie gesagt, das war's. Ihr könnt, wenn ihr wollt, jetzt gehen. Ich bleib noch ein bisschen hier sitzen. Bis der letzte Gang. Denn der Kapitän verlässt immer als letzter das sinkende Schiff. Das ist so eine Regel. Weil man Verantwortung, als Kapitän hat man Verantwortung für das Schiff, ne? Wenn man es steuert. Und das ist, man entledigt sich nicht selbst der Verantwortung für etwas so Wichtiges, wenn man die Verantwortung hat, ne? Sondern man bleibt einfach so lange sitzen, bis die letzte Maus ersoffen ist. Stimmt's? Also. Tschüss, vielen Dank!